Hallo und herzlich willkommen auf der Karte Heiliges Tal bei World of Tanks. Und heute spiele ich für euch mal den T57 Heavy. Schon lange nicht mehr gespielt und ich habe gerade gesehen, ja, 16 Normalschuss, 20 Premium. Liegt einfach daran, weil ich den, wenn ich ihn gespielt habe, glaube ich, immer im Bollwerk gefahren habe. Daher kommt der Hintergrund, warum ich mehr Premium als Normalmunition dabei habe. Naja, jetzt ist egal, jetzt wird erstmal das Normale verschossen und am Schluss muss man halt auf Premium zurückgreifen. Heiliges Tal finde ich ab und an saucool, ab und an unglaublich nervig. Es gibt so Runden, die funktionieren einfach wie sie soll und manche Runden sind einfach Katastrophe. Mal schauen, was das hier jetzt wird. Ich werde da die ABC-Linie entlang fahren. Ich habe aber vor, nicht unbedingt der erste Reihe Panzer zu sein, weil die Panzerung selber, da gibt es einfach Panzer, die da deutlich besser noch sind. Aber ich habe so das Gefühl, da kommen kaum Leute mit. Ah ja, doch, jetzt kristallisiert sich das schon heraus. Ihr seht die Geschwindigkeit für einen Heavy Tank ganz okay. Da fehlt sich nichts. Aber er ist einfach so von der Fahrweite, ist nicht der klassische Heavy. Also so ein E100 oder sonstiges ist da schon nochmal eine andere Baustelle. Och Mensch, bleib doch da stehen. So. Der erste Schuss von 4 ist schon verschossen worden. So, ich glaube, ich versuche da auch hochzufahren. Weil man sieht, Gun Depression kann man schon arbeiten. Da gibt es schon ein bisschen was. 183er. Eieieiei. Ich hoffe ja mal, dass hier noch Gegner jetzt rumkommen. Oh, rum, aber nicht hoch. So, jetzt stelle ich mich so auf. Ah, ich wollte ihn ketten. Ärgerlich. Reload, 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 reload. Aber bis jetzt das Clip, den Clip gut nutzen können. Das ist halt der Riesenvorteil, wenn man wirklich so mit dem Magazin arbeiten kann, dass man ihn eigentlich rausschießen kann und danach beim Nachladen nicht wirklich gestört wird. Ich muss zurück. Das ist mir ansonsten einfach zu heikel. Der ging nicht durch. Ah, so. Kann ich mit leben. Und weiter geht's. Noch zwei Schuss. Naja, dann muss ich jetzt mal Premium nehmen. Aber das lief hier sehr, sehr gut. So soll es sein. Und den einen Hit vom FV, den nehme ich dann auch gerne. So, da soll jetzt jemand zurückfahren, der schneller ist als ich. Komme ich nicht drauf. Ah, schade. Der ging voll
Ah, ich dachte, das wäre mein Kill, aber gut, die 4000 Damage, die sind schon geknackt. Das war so das ausgesprochene Ziel von mir. Ich stelle mich jetzt hier mal den Cap rein. Wenn noch was kommt, dann nehme ich das mit, aber ansonsten lasse ich es dabei, weil auf dem Waffenträger komme ich nicht mehr drauf und zum T54 ist es einfach auch viel zu weit. Deswegen bleibe ich hier im Cap stehen, hol mir da noch ein paar Cap-Punkte. Auch nie verkehrt. Und man weiß ja nicht, am Schluss machen die beiden da hinten alles tot, fahren in den Cap und es geht doof aus. Aber Sieg! 2 Kills, 4000 Schaden, schöne schnelle Runde, so soll es doch sein. Jetzt schauen wir mal, was das Scoreboard dazu sagt. So, erster Klasse. War sogar mein neuer Rekord, war meine beste Runde bisher. Also ihr seht, wie oft ich den Panzer spiele. Gab 1000 XP, 4000 Schaden, 20.000 gab es raus und von 18 Schüssen 14 Treffer, davon 11 Durchschläge. Hätte besser laufen können, aber was soll's. Trotzdem, ich denke, eine feine Runde in einem Panzer, den man auch nicht so häufig sieht. Und dementsprechend kann man auch nochmal hier sehen, mit was ich den fahre. Richtantrieb, hab den Stabilisator drin und den Lüfter und hier eine Crew, die noch ausbaufähig ist. Ja, damit danke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.